الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an unsere geliebten Geschwister von diesem wunderschönen Ort aus. Wir grüßen euch und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und euch segnet und uns allen das Paradies gibt. Allahumma amin. Wir wollten uns mit einem kurzen Ratschlag an euch wenden, liebe Geschwister. Und zwar ist es nicht so, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich immer gut und milde behandelt hat, obwohl du ein Sünder durch und durch bist. Hast du dir nicht einmal die Frage gestellt, warum Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl du Sinner machst, dir trotzdem eine Arbeit gegeben hat, die du gerne wolltest und begehrt hast? Hast du dich nicht gefragt, obwohl du Zinsen nimmst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit einem Auto versorgt hat? Hast du dich nicht einmal gefragt, dass obwohl du Glücksspiele spielst und in die Diskothek gehst und üble Sünden machst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit einer Frau versorgt hat? Liebe Geschwister, das ist die Milde von Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der Reiche ist, Allah azza wa jal, kann uns geben, was er will. Aber er möchte, dass wir ihm gegenüber dankbar sind. Und es gehört zu deinen Pflichten, o Diener Allahs, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegenüber ein sündiger Diener bist, sondern dass du versuchst, Allah auf beste Art und Weise zu fürchten und dass du nicht zu denjenigen gehörst, für die Allah Azza wa Jal nicht das Paradies vorgesehen hat. Im Gegenteil, die er sogar bestrafen wird, Yawmul Qiyamah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch vor seiner gewaltigen Strafe schützen. Allahumma amin. Höre, was Allah Azza wa Jal sagt. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah schon mit eurer Strafe anfangen, wenn ihr doch nur dankbar und gläubig seid? Eine Frage. Wird Allah ärmer, wenn er subhanahu wa ta'ala dich bestraft? Wird er reicher? Wird er mächtiger? Nichts von alledem wirst du mir sagen. Allah hat nichts davon, dass er uns bestraft. Das ist richtig. Aber er hat Regeln aufgestellt, subhanahu wa ta'ala, an die wir uns halten müssen, liebe Geschwister. Ansonsten werden wir uns ins Verderben stürzen. Im Diesseits werden wir keine Glückseligkeit haben. Und Yawmul Qiyamah ist die Strafe viel härter, als viele Leute denken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Wir sollten uns ein wenig schämen, liebe Geschwister. Subhanallah, was macht Allah Azza wa Jal alles für uns? Schaut mal, wir sind gesund. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Was haben wir bezahlt für unsere Gesundheit? Was haben wir bezahlt für die Gnaden, die wir haben und tagtäglich genießen? Was haben wir bezahlt für Dinge, die Allah Azza wa Jal uns einfach so gegeben hat? Und das Allerbeste davon, den Islam. Was hast du bezahlt dafür, o Diener Allahs? Wie viele Leute beschweren sich und sagen, mir fehlt dieses und jenes im Leben. Mir fehlt eine Arbeit, mir fehlt eine Frau, mir fehlt ein Wagen, mir fehlt dieses. Aber subhanallah, nachdem er dann sogar anfängt, schlecht über Allah Azza wa Jal zu denken, warum Allah ihm diese Sache nicht gegeben hat, hat er total vergessen, weil der Shaitan ihn beschäftigt hat mit der Undankbarkeit, dass Allah Azza wa Jal ihm das Beste gegeben hat, nämlich den Islam. Möge Allah Azza wa Jal uns und euch nur mit dem Islam leben und sterben lassen. Eine Frage, o Diener Allahs. Du möchtest gerne eine Frau. Wenn du Yawmul Qiyamah vor dem Höllenfeuer stehst, wird diese Frau dich vor diesem Höllenfeuer schützen? Bei Allah, nein. Wird dein Geld dich schützen vor dem Höllenfeuer? Bei Allah, nein. Wird dein Auto oder das, was du an schönen Dingen besitzt und sie gerne wolltest, vor Allah Strafe schützen? Bei Allah, nein. Was wird dich schützen? Als ob ich dich gehört habe, richtig, du hast gesagt, der Islam. Das ist die einzige Religion, die dich schützen wird. Das ist die einzige gewaltigste Gnade, die dich schützen wird. Dass du ein Muslim bist und dass du als Muslim gestorben bist, ist die Berechtigung für dich, dass du in das Paradies eingehst. Und das sollte dein größtes Gut sein. Daran solltest du wirklich festhalten und Allah Azza wa Jal immer gegenüber dankbar sein und nie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auch zu etwas anderem hätte machen können. Aber er hat Gutes für dich gewollt. So bestätige für Allah subhanahu wa ta'ala, dass du das auch verdient hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Besten führen.
Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.